Ja gut, dann pflücken wir noch ein paar Blumen. Nehmen da hinten noch die Melonen mit. Das sind einige. Noch ein paar Blumen. Da war doch gerade eine Melone. Das habe ich doch ganz genau gesehen, dass hier eine Melone war. Oh, sehr schön. Schinken! Kinder, Kinder, wisst ihr, was für eine Zeit es ist? Was denn, Papi? Schinkenzeit! Oh, toll! Oh, man kann maximal 16 stacken, interessant. Ich frage mich, ich lasse die mal hier liegen. Wirklich nur testweise, ob die wirklich nicht die spawnen. Nur mal testweise. Dann gucken wir mal, ob wir hier vielleicht mal ein paar Äpfel runterkriegen. So, klack. Die drei. Apfel, Apfel, Apfel. Irgendwie funktioniert das gar nicht. So, jetzt sind mir auf jeden Fall Äpfel runtergefallen. Ich glaube, ich hole erstmal hier. Erstmal ganz kurz das hier auf alles. So, so. Hier sind doch hundertprozentig gerade Äpfel. Ich habe das doch gesehen. Die Frage aller Fragen ist, wo hat er sich hin verpisst? Apfeli und Apfelo. Apfel. Hab ich dich. Sind aber echt schwer zu sehen. Na gut. Hey, ist das Kürbis? Ich glaube, das war ein Kürbis gerade. Die bräuchte man ja noch für die Jack-O-Lantern. Die haben wir ja noch nicht gefunden in dem Spielstand. Cool. Ja, Kürbis. Und dann hätten wir gerade noch einen gesehen. Da. Sehr schön. Da können wir uns ein paar Jack-O-Lanterns gerade machen. Das gefällt mir sehr gut. Also, ich will gar nicht, ob die Jack-O-Lanterns hier sind. Ich glaube es. Oder ich verwechsel das gerade mit Minecraft. Was war das? Das war eine Blume. Die Blumen sind momentan noch recht seltsam, sinnlos. Man kann sie sich zwar pflücken, aber naja. Blume halt, ne? Ist da. Mehr auch nicht. Da ist eine Melone noch, die nehme ich mit. Eine Wiesenfels- und Hangmelone. Gibt diese Ziege was zu essen? Schade. Okay. Dann gehen wir mal hoch zu unseren kleinen Häuschen. Was haben wir da noch? Ist das eine Schlucht hier oder was ist das? Aha, okay. Interessant. So, dann wollen wir mal hier hoch. Ups. Hops. Hops und hops. Schön die Tür zu machen. Und dann wollen wir mal in den Crafting Table reinschauen. Wir haben doch hier auf jeden Fall schon mal Sitze, Schränke, Dekoration. Jack-O-Lantern, doch hieß so. Sehr schön. Steinstatue können wir machen. Geschenk. Gardine, Jalousie, Deckenventilator, Vase. Ich würde gerne erstmal eine Werkbank bauen und zwar die... Hä? Werkbänke. Ach da, Hochofen. Klack. Und da habe ich gerade gesehen, da waren noch mehr Waffen. Achso, kennen wir ja. Werkzeuge. Spitzhacke. Kann man sich neu bauen anscheinend schon. Aber... irgendwie bringt es das noch nicht. Axt kann man ja auch nochmal bauen. Sichel. Mit einer Sichel kann Gras geschnitten werden. Wie macht man sich denn ein Sichelblatt? Wahrscheinlich mit dem Hochofen, den wir gerade gebaut haben. Nehme ich jetzt mal ganz stark an. Die vier.
Der ist doch recht groß. Passt aber hier rein, so wie ich das sehe. Soll ich den hier reinplatzieren? Warum nicht? Platziere Hochofen. Hallo? Ich kann mit dem nicht agieren. Okay, das ist uncool. Muss ich dir das jetzt freischaufeln oder was? Das ist jetzt ja ungeil. Hätte ich das gewusst, hätte ich das nicht gemacht. Hey, das ist gemein. Gut, man muss natürlich lernen. Man muss es natürlich dazulernen in dem Spiel, aber... Dann krabbeln wir uns hier mal durch. Ach ja, ja, ja. Wenn man es einfach mal einfach haben könnte, ne? So. Jetzt haben wir da noch einen. Geht immer noch nicht. Du bist aber nicht von unten her, mich hergrabe. So. Ich sollte den eigentlich nicht sehr blockieren. Warum geht der nicht? Warum geht der nicht? Ich verstehe nicht, warum der nicht geht. Ich lass das mal da stehen. Holzblöcke. Gar nicht nervig oder so. Pflasterstein. Ist das das gewesen? Das ist das gewesen. So, nehme ich mal die 4. Und dann muss ich das irgendwie, sagen wir mal... Ach, so. So müsste es eigentlich gehen. So, klack, 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 klack. Nichts eingebaut oder? Ich hasse dieses Spiel. Natürlich nicht, aber. Lass mich raus. So, geht doch. So, da, 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 dann hier und hier. Und da stände dann der Hochofen, den ich auch hier nochmal nach unten verziehen werde. Das sieht nämlich auch komisch aus hier.
Klack. Klack, klack. Klack, klack. Und dann... So, und die Grasnarbe kommt hier raus. Oder wie das da. Und dann steht da halt der Hochofen. So macht das wenigstens Sinn. Aber anklicken kann ich ihn trotzdem nicht. Ich weiß nicht wieso. So, da wollen wir mal hier reingehen wieder. Ich glaube, wollen wir nicht. Wollen wir nicht. Wir haben noch Holz. Mit dem Holz mache ich mir jetzt Holzplanken und zwar davon noch ein paar. Holzplanken so auf die 4. Und dann wird das zugemacht hier hinten. Genauso wie das zugemacht wird, weil beim Hochofen brauchen wir kein Fenster, das ist Schwachsinn. Das kann bleiben. So. Und so. Und so. Und so. Und so. Und so. So, klack, 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 klack. Huch, ich würde gerne hier hochkommen. Na ja, Moment. Ist natürlich jetzt die Frage, wie wir das hier machen. Das ist noch sehr benutzdürftig aus hier. So, dann könnte man jetzt hier drauf laufen und dann wäre hier irgendwie Balkon. Ich weiß es noch nicht genau. Sieht momentan noch sehr notdürftig aus. Das Räumchen hier sieht echt schön aus, echt schön geworden. Auch das hier sieht nicht schlecht aus, aber da draußen, naja, kann man noch ein bisschen was machen. Ich hätte gerne noch. Machen wir mal 5. Komm. Dann würde ich gerne mal in das Fass hier gehen. Und mal die ganzen Melonen ablegen, die wir sammeln. Zudem kommen dann noch das da. Das dahin und das dahin. Ein paar Setzlinge sammeln. Und dann könnte man das da mal dahin stellen und das da mal dahin stellen. So, dann geben wir mal die 4. Warum nicht auf dem Balkon eine Vase stellen? Und dann die 5. Können wir mit der Maustaste drehen. Klack. Haben wir eine Kürbislaterne auf dem Balkon. Warum denn nicht? Und die andere könnte man sich aufheben erstmal. Die heben wir uns erstmal auf. Wir müssen ja nicht mal alles verschwenden gleich. So. Genau, die Vasen zu viele sind auch nicht so gut. Dann haben wir hier noch... Ich nehme mal dieses Schweinefleisch hier, das Verbrannte, raus. Dann können wir doch mal das Schweinefleisch hier herlegen. Und das da, das können wir uns später mal grillen. Genau wie das. Und das geht. Ach, das kann man nicht übereinander. Wir könnten ja mal versuchen, die Blumen einzupflanzen. Nur mal so testhalber. 4 kann ich dir echt... Sieht schon geil aus, die Blume. Ich kann die gar nicht einfach einpflanzen. Wie behindert ist das denn? Die kann ich gar nicht wieder einpflanzen, das heißt, die sind vollkommen nutzlos momentan. Gut zu wissen, dann brauchen wir die auch nicht mehr einsammeln. Da haben wir eh schon ohne Ende. Fackeln sind momentan auch sehr, sehr nutzlos. Das Schwert lasse ich mal auch hier, weil wir nutzen eh die Axt momentan. Wir haben noch Holz, wir haben noch Fensterscheiben. Den Apfel kann ich auch mal hier lassen. Wir haben momentan die Melone. Das Jagdmesser nutzen wir eh nicht. Bleibt also auch hier. So, die Taschenlampe kann man ab und zu mal nutzen. Erde, weiß ich nicht, was ich damit machen soll. Lass ich mal kurz im Inventar. Schauen wir ganz kurz. Was haben wir denn hier? Sitze. Schränke könnten wir uns mal machen.
Wüsste ich aber nicht, wohin damit. Bauelemente, Holzplanke, Holz, Glasscheibe. Geländer haben wir noch, Leitern, Badezimmer, Betten. Türen, Dekoration. Die Steinstatue können wir einmal machen. Wie fett ist die denn? Sieht doch super hier aus, oder? Okay. Die Köpfe eigentlich mal. Spaßenshalber hier irgendwo aufstellen, aber ich wüsste jetzt nicht wo. Sollte auch schon was Cooles sein. Man könnte ja rein theoretisch